Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Herzlich willkommen, liebe Mitfeiernden, zu Haus. Mein Name ist Ansgar Puff, ich bin Weihbischof in Köln und darf heute hier in Königswinter-Stieldorf in St. Margareta die Sonntagsmesse mit Ihnen allen feiern. Stieldorf ist ein kleiner Ort in der Nähe des Siebengebirges bei Bonn und diese wunderschöne Kirche ist der heiligen Margareta, einer Märtyrerin, geweiht. Sie geht bis ins 9. Jahrhundert zurück. Heute ist Weltmissionssonntag, der Sonntag, an dem wir uns daran erinnern, dass wir Christen so leben dürfen, dass wir andere mit unserem Glauben anstecken. Und dazu braucht man zwei Augen. Mit dem zweiten sieht man besser, das sage ich nicht wegen des ZDF, sondern weil wir immer gewohnt sind, mit einem Auge zu schauen, auf die letzte Woche, auf unseren Alltag, auf Stärken und Schwächen. Aber wir brauchen das zweite Auge, um zu sehen, dass hinter all den Dingen ein liebevoller Plan Gottes, Spuren seiner Liebe zu finden sind. Bereiten wir uns jetzt vor, Christus in diesem Gottesdienst zu begegnen. Herr Jesus Christus, mit den Augen des Herzens sieht man gut. Weil wir manchmal blind sind für das, was dir wichtig ist, rufen wir: Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Weil uns manchmal so unwichtig ist, was dir bedeutsam ist, rufen wir: Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Wir sehen nur mit unserem Herzen gut, weil wir oft gar nicht erkennen, welche Hoffnung wir haben, darum bitten wir dich. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er verzeihe uns Sünde und Schuld und er führe uns ins ewige Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, mehre in uns den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Schenke uns die Gnade zu lieben, was du sagst, damit wir das erlangen, was du uns verheißen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia. So spricht der Herr: Jubelt Jakob voll Freude zu
und jauchzt über das Haupt der Völker. Verkündet, Lob singt und sagt, der Herr hat sein Volk gerettet, den Rest Israels. Seht, ich bringe sie heim aus dem Nordland und sammle sie von den Enden der Erde, darunter Blinde und Lahme, Schwangere und Wöchnerinnen. Als große Gemeinde kehren sie hierher zurück. Weinend kommen sie und tröstend geleite ich sie. Ich führe sie an wasserführende Bäche, auf einen ebenen Weg, wo sie nicht straucheln. Denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Danket dem Herrn, er hat uns erhöht, Großes hat er an uns getan. Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, da waren wir alle wie Träumende, da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Wende doch, Herr, unser Geschick, wie du versiegte Bäche wieder füllst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Lesung aus dem Hebräerbrief. Jeder hohe Priester wird aus den Menschen ausgewählt und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünder darzubringen. Er ist fähig, für die Unwissenden und Irrenden Verständnis aufzubringen, da auch er der Schwachheit unterworfen ist. Deshalb muss er für sich selbst ebenso wie für das Volk Sündopfer darbringen. Und keiner nimmt sich eigenmächtig diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde eines hohen Priesters verliehen, sondern der, der zu ihm gesprochen hat: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung des Melchisedechs. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Unser Retter Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des Evangeliums gebracht. Das Licht des Evangeliums. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth sei, der vorbeigehe, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm, zu schweigen. Aber er schrie noch viel lauter: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen. Er sagte: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: Was soll ich für dich tun? Der Blinde antwortete: Rabuni, ich möchte sehen können. Jesus sagte ihm: Geh, dein Glaube hat dir geholfen. Und im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen, und er folgte Jesus auf seinem Weg. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir. Ein ganz anderes Leben führt Bartimäus, nachdem er Jesus begegnet ist, als er das vorher geführt hat. Bevor er Jesus traf, war er blind. Er saß zusammengekauert in sich selbst auf dem Boden, den Launen eines jeden ausgesetzt und bettelte um Almosen. Nach der Begegnung steht er aufrecht und frei da, kann er sich selbst orientieren, ist er sehend. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es macht einen großen Unterschied in der Lebensqualität, liebe Schwestern und Brüder, ob wir in unserem Leben Christus begegnet sind oder nicht. Es ist so, als würde man aus dem Tod ins Leben gehen. Aber wie kann man diese Begegnung erwarten? Das Evangelium heute ist viel mehr als eine Geschichte von damals über eine spektakuläre Heilung. Es spricht von der Antwort auf unsere Frage: Wie kann ich diesem Jesus begegnen? Was muss ich tun, um diesem Gott zu vertrauen? Wie kann mein Leben eine andere Qualität bekommen? Was ist Mission? Drei Impulse gibt uns das Evangelium. Erster Impuls: Entscheidend wichtig ist, dass wir, liebe Schwestern und Brüder, entdecken, dass wir blind sind. Vielleicht denken Sie jetzt: Ach, Weihbischof, ich sehe noch ganz gut. Und wenn ich es an der Augen kriege, gehe ich zum Optiker. Aber es gibt nicht nur die Augen im Kopf, es gibt auch die Augen des Herzens. Erinnern Sie sich an den Dichter Saint-Exupéry, der sagt: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Mit den Augen des Herzens sieht man die verborgenen Spuren der Liebe Gottes im Leben. Die sind das Organ, mit dem man das Leben versteht. Manchmal fragen wir uns ja: Warum passieren die Sachen im Leben so? Wie kann man das Leid und die Liebe Gottes zusammenbringen? Wir halten vieles für Zufall, für Schicksalsschläge, aber die Augen des Herzens sagen uns: Verborgen hinter dem Leben, hinter den Dingen, die passieren, stecken Spuren der Liebe Gottes. Wenn man aber an diesem Organ blind ist, dann wird man ein Bettler. Denn jeder von uns sucht ja Liebe. Und wenn wir nicht mehr sehen, dass Gott uns liebt, dann betteln wir um Liebe woanders. Wenn wir nicht mehr sehen können, dass Gott, egal wie wir sind, unabhängig von unserem Verhalten, uns tatsächlich liebt, dann werden wir wie ein schwarzes Loch. Das saugt Liebe auf und saugt immer mehr
und ist unfähig, selber Liebe zu geben. Wir sind auf einmal Bartimäus. Das als erstes zu entdecken, ist wichtig, um Gott zu begegnen. Denn jetzt, zweiter Impuls des Evangeliums, entdecken wir, dieser Bartimäus, der kann zwar nicht sehen, aber der hört sehr gut. Und er hört, dass Jesus vorbeigeht. Für die Begegnung mit Gott ist das Hören das Entscheidende, nicht das Sehen. Wir denken uns ja immer die Begegnung Gott anders. Wir denken immer, Gott, der sitzt irgendwo und dann wartet der, ob wir kommen. Aber Jesus zeigt uns das anders. Er ist schnell, er geht vorbei, er sitzt nicht irgendwo und wartet. Es gibt einen Augenblick, da kommt er und dann ist er wieder weg. Es gibt einen Kairos, jetzt. Und das spürt Bartimäus, jetzt ist meine Chance. Da geht der vorbei, der der Sohn Gottes ist, der die Blinden heilt. Und darum fängt er an zu schreien. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und die Leute, die finden es einfach grässlich. So einen schreienden Penner. Hals, Maul, sagen die ihm, du störst. Aber der lässt sich nicht beirren. Der schreit weiter, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Und was ist das Schreien? Das Schreien ist das Beten. Bevor wir Gott kennen, bevor wir ihn gesehen haben, bevor wir ihm begegnet sind, zu beten, zu schreien, zu sagen, Gott, ich brauche dich, hilf mir, ich will ein anderes Leben haben, ich weiß nicht mehr weiter. Das ist der zweite Impuls des Evangeliums. Und dann kommt der dritte Impuls, die Frage Jesu, was soll ich für dich tun? Jesus bleibt stehen, er ruft den Bartimäus zu sich, und er stellt ihm diese Frage, was soll ich für dich tun? Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie mal wirklich sich vorstellen, Sie stünden jetzt persönlich Christus gegenüber und er würde Ihnen persönlich diese Frage stellen, was soll ich für dich tun? Hätten Sie eine Antwort parat? Wüssten Sie, was Sie sagen würden? Bartimäus weiß das. Er sagt, ich will endlich sehen können. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus, und das Wunder geschieht, er kann sehen. Was soll ich für dich tun? Diese Antwort kann nur ganz persönlich von jedem von uns ausfallen. Aber vielleicht leihen wir uns die Antwort des Bartimäus und sagen auch, ach Jesus, ich möchte so gerne sehen können, mit den Augen des Herzens. Ich möchte sehen können, dass die Welt Gottes so voll ist. Ich möchte die versteckten Spuren deiner Liebe in meinem Leben entdecken. Ich möchte spüren, dass du in meine Lebensgeschichte, in meine Biografie, deine heilende Geschichte einwebst. Denn dann könnte ich ganz anders leben. Dann hätte ich diese Sicherheit, dass da einer ist, der mich liebt. Und dann könnte ich lieben und mich hingeben. Und dann könnte ich auch davon erzählen. Und das ist Mission. Amen, 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 wir glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Amen.
Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Bringen wir nun alle unsere Bitten vor Gott und rufen wir wie Bartimäus: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Erbarme dich der Menschen, die schlechte Augen haben, die erblinden und sich in eine kleine Welt zurückziehen müssen. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Erbarme dich der Menschen, die nicht wahrnehmen können, dass du da bist. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Erbarme dich der Menschen, die nur sehen wollen, was ihnen gefällt, die vor Leid und Not die Augen verschließen. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Stehe den Menschen zur Seite, die über die Medien die Welt ungeschönt zeigen, die Unrecht und Unfrieden offenlegen. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Stehe den Menschen zur Seite, die andere für den Glauben begeistern wollen, die aber auf Desinteresse und Gleichgültigkeit stoßen. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Jesus, wir danken dir, dass das Wunder geschieht, dass du die Augen unserer Herzen öffnest. Wir danken dir heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, schaue gnädig auf diese Gaben, die wir darbringen, und lass uns die Hingabe Christi so feiern, dass es dir zur Ehre gereicht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater, für Jesus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder. Seine Liebe galt den Armen und Kranken,
den Ausgestoßenen und Sündern. Er ging an keiner Not vorüber. Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, dass du ein Gott bist, der sich um uns Menschen kümmert, wie sich ein Vater um seine Kinder kümmert. Darum danken wir dir und preisen dich. Wir rühmen deine Liebe und verkünden mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist die Quelle aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten auferstand. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf unsere Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer, der Gemeinschaft der Bischöfe, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind im Vertrauen, dass du sie auferweckst. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria,
mit den Aposteln und mit allen, die deine Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Das Beten haben wir von Jesus gelernt. Beten wir mit seinen Worten. Vater unser im Himmel, erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und schenke unseren Tagen Frieden. Komm uns zu Hilfe mit deiner Barmherzigkeit und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voller Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Als Jesus von den Toten auferstanden war, kam er zurück zu den Jüngern, die ihn im Stich gelassen hatten, zeigte ihnen die Wunden und sagte zu ihnen: Friede. Darum bitten wir auch heute, Herr Jesus Christus, schau doch nicht auf die Momente, wo wir uns gegenseitig verletzen. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Geben wir uns ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft. Seht, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Während jetzt hier in der Kirche die Eucharistie ausgeteilt wird, möchte ich Ihnen, liebe Mitfeiernden im ZDF, von einem besonderen Erlebnis beim Kommunionausteilen erzählen. Es war in einem Altenheim. Viele saßen im Rollstuhl in der Kirche und deswegen ging ich von Platz zu Platz, um die Kommunion auszuteilen. Ich kam zu einer alten Dame, die die Hand öffnete, ich gab ihr den Leib Christi und sagte dazu laut: „Der Leib Christi?“ Da schaut sie mich mit großen Augen an und sagt dann: „Herr Doktor, hat das irgendwelche Folgen?“ Ich war völlig perplex. Ich dachte, sie verwechselt mich bestimmt mit einem Pfleger, weil ich ein weißes Gewand anhatte, und sie denkt, jetzt wird die Medizin ausgeteilt. Ein bisschen stammelnd sagte ich: „Gute, nur gute.“ Und nie werde ich das strahlende Gesicht dieser alten Dame vergessen, als sie dann die Eucharistie zum Mund führte. Hat das irgendwelche Folgen, wenn man die Eucharistie empfängt? Der Gelehrte Thomas von Aquin hätte sicher eine schlagfertigere Antwort gehabt. Der hätte gesagt: „Die Wirkung des Kommunionsempfangs ist die Verwandlung des Menschen in Gott. Und Jesus selber sagt: Wenn du mich, dieses Brot, isst, wirst du nicht mehr sterben. Du stirbst nicht mehr.“ Er meint das natürlich nicht biologisch, sondern existenziell. Du stirbst nicht mehr aus Mangel an Liebe. Hat das irgendwelche Folgen, die Kommunion zu empfangen? Ja, wir können leben. Mehr noch, wir werden so mit Liebe angefüllt, dass wir diese Liebe ausstrahlen können. Und wir können das, was wir empfangen haben, weiterschenken. Wir können so leben, dass im anderen die Sehnsucht nach Gott wieder wach wird. Lasst uns zum Schluss beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für die Begegnung mit dir. Du hast mit uns gesprochen, du bist im lebendigen eucharistischen Brot zu uns gekommen. Wir danken dir, dass du die Augen unseres Herzens heilst. Hilf uns, dass wir deine Liebe in unserem Alltag sehen lernen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde erschaffen hat. So segne euch alle der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet in den Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Heilige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.